Hi Folks und hallo Mitmenschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. A new mail order has arrived. Eine neue Bestellung ist eingetroffen. Und zwar das hier. Wie es aussieht, scheint es ein Buch zu sein. Was auch sonst. Ich glaube nicht, dass ich heute und hier und jetzt zum Öffnen mein Carpet Knife gebrauchen werde. Because wir haben hier einen eingestanzten Öffnungsmechanismus. Also ich werde mal hier den Schniepi öffnen und einfach mal dran ziehen. Und dann schauen wir, was passiert. Na, es klappt gut. So, da schauen wir mal, was wir hier so haben. So, weg damit. Ja, da haben wir es. Ein Artbook. Ein Artbook und eine Biografie bzw. Bibliografie. So, von dem Comiczeichner Don Lawrence, nicht von Don Quixote oder Don Camillo oder Don Johnson. Nein, Don Lawrence. Meister der Illustrations- und Comic-Kunst. Ja, was haben wir hier drauf auf dem Titelbild? Ein Haufen Wilder, beziehungsweise ein wilden Haufen. So, das Buch ist vom Alpha-Lag und komplett in Deutsch. Und wie ich gerade sehe, haben wir hier eine 1, also wird es bestimmt noch ein, zwei Folgebände geben. Und ja, hier kann man es sehen. Serie abgeschlossen in X Bänden. Band 1, 2 und 3 sind noch leer, also wird es mindestens 3 Bände geben. Ja. Das Buch ist out of print und verlagsvergriffen. Also es ist jetzt schon schwer, daran zu kommen. Das Ding soll auch streng limitiert sein und wir werfen jetzt mal einen Blick hinein. Ah, Moment. Wir schauen erstmal, wie groß dieses Buch ist, dieses Kunstwerk, dieses Artbook. So, schauen wir mal. Ah, 32 mal 24 Zentimeter. Also schon ein ganz schöner Klopper. So. Ja, Don Lawrence. Bekannt durch seine beiden Comic-Serien Trigan und Storm. Na, er hat noch viel mehr gezeichnet, aber durch diese beiden ist er in der Comic-Szene weltbekannt. Ich selber weiß gar nicht viel von Don Lawrence. Weiß ich, glaube, er ist Engländer. So genau weiß ich das nicht und deswegen habe ich mir dieses Buch hier geholt. Ich besitze zwar die komplette Storm-Serie, aber über den Zeichner weiß ich noch nicht so viel. Habe ihn nicht so verfolgt. Das Interesse war bei mir nicht so groß wie beispielsweise bei Frank Frazetta. So, aha, wir haben hier also, ja, Piraten oder sowas. Alles ist besser mit Piraten. Ah, hier, die einmalige limitierte Auflage dieser Sammlerausgabe besteht aus 777 einzelnummerierten Exemplaren. Das vorliegende Buch trägt die Nummer 631. Dazu kommen jeweils 33 Exemplare für den Künstler-Verlag. Ah ja, und hier haben wir eine der bekanntesten, ikonischen Zeichnungen von Don Lawrence. Storm und Red Hair. Beziehungsweise auf Deutsch Rothaar. Ja klar, Rothaar erinnert absolut an Red Sonja. Wie sollte es anders sein? Ja, und Storm eventuell als eine abgespacete Interpretation von Conan.
in einer bizarren Zukunftswelt. Ja. Oh, das ist also Old Don Lawrence. Ja, das Buch ist komplett in Deutsch. Hi, folks. And goodbye, folks. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann nicht hier mal den Comic Express. Zeichnungen über den Comic Express. Natürlich nicht über den Comic Express. Was erzähle ich denn da? Über den Pony Express, Herr Jemini. So. Ah ja, genau. Und hier haben wir Karl den Wikinger. Oh, das ist interessant für mich. Davon habe ich noch gar nichts. Okay. Und hier haben wir Trigan, der Aufstieg und Fall des Triganischen Empires. Ja, was ist Trigan? Also das ist sowas wie ja, das römische Imperium. Wir sehen auch entsprechend aus und rennen mit Schwertern und Schilden durch die Gegend. Aber hier haben Flugzeuge. Also ein ganz abgedrehtes, abgespacedes Szenario. Ja, und Storm und Rota. Eine Interpretation von Venedig. Pandave, das ist das Universum, der Planet, der in Storm eine wesentliche Rolle spielt, dieser Planet hat sozusagen eine Art Eigenleben. Die Bibelstory. Naja, auch dafür hat er gezeichnet. Seht euch das an. Seht euch diese Zeichnung an. Und so sind all seine Comics. Hey, ist hier alles komplett in Deutsch. Seht euch das an. Seht euch das an. Ranger, ja, sieht aus wie ein Abenteuermagazin für Jungs. Also nicht nur Science Fiction oder Science Fantasy wie Trigan und Storm hat er gemacht, sondern auch geschichtliche Dinge. Wie aus Antike oder Western, ja. Herrlich.
aus wie eine illustrierte Romanerzählung. Western. Dies ist der Brief, den der indianische Speer gezeichnet hatte. Der Brief, der verriet, wo das Gold versteckt war. Wurf- und Zielübungen. Naja, das macht man ja auch nicht, ne? Alles über Range Rider. Ausflug in den Wilden Westen. Every Wednesday, jeden Mittwoch, once up a time, es war einmal. Ja. Pinocchio. Ah, Jason und die Argonauten. Jason und das goldene Vlies. Jetzt wird's interessant für mich. Ich bin ein alter Freund von Jason und seinen Argonauten hier. Ja, es gefällt doch. Ja, dann kann ich ein bisschen wieder mitreden. Und jede Seite seiner Comics ist in solcher Pracht gezeichnet. Da guckt er. Römerstraßen. Guter König, böser König. David und Goliath. Die Gesetzlosen. Die Bushranger von Australien. Die Belohnung liegt in der Tiefe, in the deepness. Von Killerhain bis zu einem Wrack, das jeden Moment explodieren kann. Ja, das ist der Stoff,
Aus den Abenteuer sind Freunde. Seht euch das an. Rebellion der Teerjacken. Die verruchteste Stadt der Welt. Ja, Port Royal. Port Royal. Heute ist das eine andere Stadt. Ich spare mir ein politisches Statement. Ja. Die drei Zeitalter der Erde. Ja. Haha, klein Lefty hier. Beim Bau einer Sandburg. Ja, wir nähern uns dem Ende. Meine lieben Freunde, das war's. 198 Seiten. Und Teil 1, ich glaube, das waren seine frühen Arbeiten von Trigan und Storm, haben wir hier noch nichts drin gefunden. Ein interessantes Buch für mich, da werde ich gewiss die eine oder andere Stunde drin stöbern. Und das soll's für heute auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und haltet die Ohren steif. Macht's gut.